Du wirst sehen, es ist sehr gut. Wirklich, total lecker. Ting, 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 ting. Schaut mal gerade. It's a bit big, but yes, you can try. You can try, try, try. Oh, Entschuldigung. Anrufbeantworter. Das gibt's doch nicht, Mensch. Was macht die denn? Scheiße. Du bist ja nicht mehr, wie man will. Schau mal, weiter. Na, wie geht's? Alles klar? What did you do? I tried to call you since 3 hours. 3 hours. It's not possible, you know? Sean, I'm waiting for you every day. I just call my family. It's problem for you. Nah, bleh. It's boring. Nothing to do here. You can go outside, huh? You can go to the movies. You can go to the museum. You can go everywhere, okay? Alone? Yes, alone. Yeah, you can go shopping if you want. No money for shopping. I gave you money. Also? Und wie läuft's nach 2 Monaten? Super gut, wirklich. Die Eingewöhnung war nicht leicht, aber sowas braucht halt Zeit. Das ist normal. Das Klima ist ein ziemliches Problem. Sie friert hier immer. Klar, sie ist andere Temperaturen gewöhnt. 15 Grad, sie trägt Fäustlinge. Sie hängt die ganze Zeit am Telefon mit ihren Freundinnen in Pattaya und futtert Schokolade. Ich krieg Rechnung über 3 Mille. Und geht ihr Sprachkurs denn voran? Sie geht ja nicht mal hin. Sagt, sie fürchtet sich allein in Paris. Ah. Geht sie nicht bald mal raus, setzt sie noch Schimmel an. Kein Witz, ihre Haut hat schon was Grünliches. Komm, mach weiter. Bei heute Abend bleibt es, oder? Aber unbedingt. Sie freut sich, dich zu sehen. Und ich hab Schiss davor. Und wieso? Weil meine Eltern überhaupt kein Englisch können. Keine Sorge, da passiert schon nichts. Ist eine nette Frau, deine Mutter? Ja, ich weiß nicht. Sie ist wunderbar und graziös. Hat sie alles zubereitet? Ja, Maman. Ah, reizend. Das finde ich wirklich reizend. Und zu Hause macht sie was? Sie ist Studentin. Sie studiert welches Fach? Sie war eine Zeit lang an der Uni von Sukhumvit. Die beste in ganz Thailand. Ach. Und ihr Fachgebiet war? Sprachen. Ach, wie schön. Weißt du, ich muss gestehen, deine Mutter und ich waren etwas besorgt, als wir hörten, dass du von da unten eine Verlobte mitbringen würdest. Weil es gab da neulich im Fernsehen eine Reportage über die Prostitution in Thailand. Das war abstoßend.
Prostitution is not a problem. A problem is the people really, really poor. I was Lady Bar before for help my family and my baby. Because we are so poor. I'm sorry. Was hat sie gesagt? Sie sagt, das Problem ist weniger die Prostitution. Es ist vielmehr das Elend, die Armut der Leute dort. Und sie sagt in ihrer Familie, da gab es schon auch mal eine Lady Bar. Also das heißt, ein Mädchen, das als Kellnerin arbeitete, weil sie nur so ihre Familie durchbringen kann. Und ja, manchmal gehen die Mädchen auch mit den Verlangen mit. Den Verlangen, den Ausländern. Ja, wie die Tubab bei den Afrikanern. Some Verlangen, really nice with Thai lady. Better than Thai man. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, einige Ausländer sind netter als viele Thais. Ich will wieder heiraten. Und Ihre Eltern leben wovon? Duck and Buffalo. Du übersetzt das jetzt wieder? Ihr Vater züchtet Enten. Und Büffel. Duck? Quack, 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 quack. And Buffalo. Mo. Mo. Also, Sie haben meinen kleinen Bauernhof, klein, aber fein, dort in Nordthailand, nicht wahr? Es hat was vom, ein bisschen was vom Liberon. Ah. Oh, la, la. Na? Also, ich glaube, das ganze Quack-Quack und dieses ist es dann gewesen. Ui, ui, ui. Und weißt du, mein Vater meinte nur, das ist aber eine hübsche, die kleine Thailänderin. Ah, die kleine Thailänderin. Klischee, wie die kleine Französin, fehlte nur noch, dass sie mir zugezwinkert hätte. Ah, nicht wahr, Baby? Nicht wahr? Die mag. Ich hab den Blues. Hier kotzt mich alles an, ich verschwinde. Das ist, was Pat mir immer sagt, dass wir es da unten besser hätten. Sie hat doch recht. Es kommt dich doch alles billiger. Miete, Lebensmittel, alles. Das Wetter ist schön, die Leute sind nett. Hier ackern wir doch nur. Für sie muss das hier die Hölle sein. Stell dir mal vor, wie ihre Familie hier fehlen muss. Was hält dich hier noch? Verkauf die Wohnung und leb von dem Geld, wie du leben willst. Ich habe die Arbeit gekündigt. Nein. Letzte Woche schon. Und wie willst du das mit deiner Tochter machen? Im Moment will ihre Mutter nicht, dass ich sie sehe. Und später, wenn sich alles eingerenkt hat, kommt sie in den Ferien. Also hoffe ich. Sind 4 Monate im Jahr. I want to go home. Ich kann dir nicht sagen, wie es in mir aussieht. Echt, das ist eine Befreiung, ehrlich. Oh, diese Hitze. Oh, diese Hitze! Wir kommen gleich nach Thailand! Hey, Papa! Sohn! Sohn! Mann. Tut mir echt leid, ich. Die habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, wir beide hätten eine knappe Woche in Bangkok. Tja, Mensch, habe ich auch gedacht. Es gibt Schlimmeres, oder? Kenn ich die lieben Schwiegereltern. Haben es gern super organisiert. Ein neues Leben beginnt für dich. Wir telefonieren. Ja, wir telefonieren. Guten Abend.
dabei? กลับบ้านเรารักรออยู่กลับบ้านเรารักรออยู่กลับบ้านเรารักรออยู่Okay, you take. Exciting. Exciting. You okay? Sure. Okay. Thank you. You're welcome. And you? Yes, okay. Sure. 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 Sure.ของมาให้ทุกคนเลยทุกคนช้อปปิ้งมาก่อนเลยเริ่มจากลูกชายดูลูก and from Paris โอ้โหดีจังเลยลูกเอ้ยดีจังเลยจะบอกใจโปรดโอ้โหวันนี้จะเมาหน่อยเฮ้ยใหญ่มีลูกหนูขอเมาสักวันหนึ่งเถอะช่องแฟนหนูให้คุณยายค่ะเฮ้ยกินข้าวอร่อยแบ่งข้าวหมดแล้วกินเยอะๆครับ Und schmeckt's อร่อยมากๆช่องพูดภาษาไทยได้ไหมฮะMal put pasatai, kochai, mini minoi. What did she say? She said you speak Thai like a baby. Your voice very, very sweet. So you put pasatai เหมือนเด็กๆไรตุนพูดภาษาไทยได้นิดๆหน่อยๆครับได้นิดๆหน่อยๆนิดๆเsorry excuse meHey ich probier's mit zwei Mädchen Bist du verrückt geworden? Sowas kannst du doch nicht machen Hey du bist wohl neidisch, was?Zwei Mädchen, also echt. In dem Fall bist du der Verrückte. Deine Fantasien sind krank. Schon gut. Aber sag mal, schon darüber nachgedacht? Worüber? Na, über die Arbeit. Das hat noch Zeit. Pass auf, ich habe mir da schon zwei, drei Sachen überlegt. Eine Möglichkeit wäre so ein Exporthandel mit Butters, du verstehst, Orientzeug, so Schnickschnack. Ohne Scheiß. Echt? Die Thais
sind Weltmeister, was Deko angeht. Ja, super, bitte. Hör zu, wir machen es so. Ich rufe morgen nochmal an. Ich überlege mir das noch. Ist gut. Okay? Okay. Passt. Also bis dann, hä? Sorry. Sorry. Sabaydi Mai? Sabaydi Ka. Come on. Come on. Baby. Come on. Hello. How are you? Fine. And you? Yeah. Sleeping, huh? Yeah. Sleeping. I'm tired. I got to go. I go. Bitte nicht erzählen. Träum was Schönes, mein Liebling. Sweet dreams, my love. Do you know where's the toilet? Behind the home. Ciao, ciao. Oh, verdammt, ein Loch nur. Oh, das gibt's doch nicht. Papier ist auch ganz da. Gespült wird mit dem Wassereimer. Hier ist das ekelhaft. Oh, Elend ist ja schlimmer als im Mittelalter. Oh, oh, da sind ja lauter Viecher. You know what we can do to get money in Thailand? Maybe that's wrong. French wine, perfume, or barbier. Barbier? Barbier? Same Pattaya? Yes, why not? You're crazy, huh? Ting tong too much? Why? Many Phalang do that. Are you serious? Yes, I am serious. So I can be Mama Sang. You are a big boss. I never go out with Phalang. Just take care, lady. And money. You're crazy, huh? Totally crazy. Why? Why? You ask me why? Yes, I ask you no, why. No, stop, stop, stop. Now stop to talk. Chong, you know, maybe you can work with my papa mama. With duck and buffalo. Very funny. I don't like Bangkok. I don't like Pattaya. Too much sex. I want to forget my English. Jai Mai? Good job. Pat, happy to be with you. Good idea. Oh. The how for you? Yes. You like it? Oh, sharp, sharp. You and Pat can live here. Yes. Surprise. Yes. Do you know where is Um? She is on the golf course. Sure? Yes. Come from cup. Here? Mm-hmm. Okay. Da war ich gerade. Cup. Do you know where is Om? Om.
come? Yes, it is me. No, it's not you. I'm sorry, it's not you. Another home. I'm the only one on a cop course. I'm sorry. Hallo, Jean. Hallo. Hey, wie geht's? Dir? Denn mir geht's überhaupt nicht gut. Mensch, ich fühle mich so allein im Paradies. Ich habe keinen, mit dem ich so richtig quatschen kann. Naja. Inzwischen finde ich die Mädchen auch nicht mehr schön. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe ein Stimmungstief. Oh Mann, blöd. Ich bin noch mal auf dem Golfplatz gewesen. Sie ist nicht mehr da. Sie? Hä? Oh, sie ist weg und niemand weiß, wo sie ist. Oh, ja, komm, ich besuchen. Ich brauch dich hier. Nein, 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 wofür denn? Naja, ist so. Ich brauch ein Trauzeug. Das ist doch Verarsche. Nein, nein, überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ich will heiraten. Hallo, ich sitze hier gerade. So mit dem Vater. Und wir suchen jetzt nur noch ein geeignetes Datum. Da lernst du mal den Norden kennen. Die fabrizieren einen Reisschnaps hier. Ich muss sagen, der ist nicht von schlechten Eltern. Oh, la, 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 la. Den Rest brauche ich dir nicht zu erklären. Und weißt du, der Vater? Der spricht kein Wort Englisch. Schwierig, denkt mir an meine Mutter. Oh, la, la. Mann, oh, Mann, das ist wirklich schon brutal, was die hier so sich reinschütten. Boah. Oh, la, la. Weißt du, Jean, ich ruf dich noch mal an. Ja. Ich ruf dich morgen noch mal an. Okay. Okay. Also dann. Und herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Du bist ein echter Freund. Ja. Das ist... Oh, Sekunde, ich muss aufhören. Dem Papa, dem geht's nicht so gut. Na schön. Bis dann, Polo. My friend, Jean, will be married. Lucky guy. Man darf nie glauben, was Thai-Mädchen sagen. 99% von ihnen erzählen doch nur Lügen. Immer dieselbe Leier, um uns abzuzocken. My friend is dead. I have a motorcycle accident. My mother is in hospital. Lauter Mist. Viele haben ja alles verloren. Die Rate ist erschreckend. Selbst wenn die Männer es wissen, lassen sie sich ausnehmen. Ich werde jetzt mal was politisch ganz Unkorrektes sagen. Die Väter und die Mütter selbst schicken die Mädchen auf den Strich, weil sie in die Stadt müssen, um Geld zu verdienen. In einer Woche machen sie so viel wie zu Hause in 6 Monaten. Und wir, die netten Verlangen mit unseren verkorksten jüdisch-christlichen Moralvorstellungen, wir meinen aber, dass Zuhälter sie ausbeuten. Und wollen sie retten, da rausholen, helfen auf irgendeine Weise. Dabei sind wir es selbst, die wir retten sollten, so schnell wie möglich. Ziemlicher Unsinn, oder? Das ist überhaupt kein Unsinn. Wir sind wie verhext. Wir sind vollkommen besessen von ihrem Körper, von ihrem Esprit. Sie träufeln uns magisches Öl auf den Schwanz und Top. Der Zauber wirkt. Wir sind Hampelmänner. Sind vollkommen verloren. Wie Idioten benehmen wir uns. Thailand, das ist sowas wie Pinocchio-Land. Warum erzählen Sie mir das alles? Damit du weißt, dass du nicht der Einzige bist, der traurig ist. Ah, ich bin nicht traurig. Mein bester Freund wird bald eine Thai heiraten. Sie sehen, wahre Liebe ist immer möglich. Klar, alles ist möglich. Zum Mond fliegen wir ja auch. Ich war selbst mit einer verheiratet. Es sind absolut treue Ehefrauen, so viel ist sicher. Das einzige Problem, sind sie erst mal verheiratet, bekommen sie den Arsch nicht mehr hoch, egal was vorher war, selbst im Bett. Der Grund ist, dass sie irgendwie glauben, dass sie in dem Moment wieder arbeiten würden. Naja, ich übertreibe ein bisschen, aber im Kern ist es so. Ich finde, das ist Unsinn. Es ist Liebe oder eben keine Liebe. So sieht's aus. Ja, stimmt vielleicht. Vielleicht hast du recht, es ist Liebe oder eben nicht. Jedenfalls hatte ich 2 Restaurants, eins hier in Bangkok und das andere in Phuket. Geblieben ist mir nichts. Meine Frau bekam alles.
Im Grunde ist der einzige Unterschied zwischen uns, dass du mittendrin steckst und ich es schon hinter mir habe. Dann auf dein Wohlverlangen. ป้าดีใจนะขอบคุณค่ะแม่ของรักกันนานๆนะลูกนะอยู่กันอยู่กันนานๆนะลูกขอให้มีลูกมีหลานเยอะAlso, wie geht's meinem Spätzchen? Höllisch viele Gäste. Sie haben das ganze Dorf eingeladen. Das ist so üblich. Und sämtliche Cousins und Cousinen kommen von überall her. Es ist wunderbar. Ich wollte dir sagen, dass ich mich sehr für dich freue. Dass ich gerührt bin. Und auch ein ganz kleines bisschen eifersüchtig. Deine Frau ist sehr schön. Und ich sehe, dass du ein glücklicher Mann bist. Das stimmt. Tja, gelobt sei der Tag, an dem meine Frau mich verlassen hat. Gelobt sei der Tag, an dem ich meinen Nervenzusammenbruch hatte. Und vor allem gelobt sei der Tag, an dem du mich in die Bar geschleppt hast und ich Pat gesehen hab. Zum ersten Mal. Du hast mich gerettet. Übertreib nicht so schrecklich. Als Ehemann spielt man besser. Es war nicht meine Idee, sondern Pats, aber sie ist wirklich super gut. Na los, erzähl. Okay, das Konzept ist, wir starten ein Hotel, ein Resort, in Form eines Clubs für Partnervermittlung. Für Junggesellen, Witwer und Geschiedene. Das ist doch Unsinn. Nein, 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 überhaupt nicht. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Weißt du, solche Typen wie mich, affektiv gescheitert, aber super nett. Die gibt's überall. Ja gut, aber dein Plan ist... Ich gründe einen Club der Prinzen und Prinzessinnen. Ein Ort für Romantik, verstehst du? De facto bist du aber gerade dabei, ein Bordell auf die Beine zu stellen. Und deine charmanten Prinzen kenne ich, die wollen nur Vögel. Es geht doch überhaupt nicht um Sex. Es ist ein Ort für die Liebe, für Raffinesse, unsere Träume und auch Hoffnungen. Und Orchideen im Pool? Genau, ja, ja, du hast es verstanden. Dann mach besser eine Gogo-Bar auf mit Pat als Mama San. Das ist auch viel billiger. Bitte, hör mal. Hör mal zu, Polo. Ich glaube, wir vertreten in diesem Punkt nicht, aber auch so gar nicht dieselbe Auffassung. Gut, wir sind Freunde, aber in das Abenteuer stürze ich mich lieber nicht mit dir. Ich mache das allein nur mit Pat. Dann kriegen wir uns gar nicht erst in die Haare wegen dem Konzept. Für mich ist es ein Lebenskonzept. Und für dich offenbar, ich weiß nicht, für dich offenbar nicht. Ich verstehe. Hey, hallo. Wo willst du hin? Völlig durch. Mann, das ist scheiße. What's happened? No, no, it's Polo. I don't know what he's doing. He doesn't answer me. Down, please.
you alone. You wait for something. But you don't know what. I see rabbits, elephant and monkeys. Monkey give honey to Buddha. What is your name? Polo. My name is Kim Yu. What do you do in this life? Eigentlich nichts. Ich habe es nutzlos vertan. Come with me.
You too. Lead you home. I saw you in my dream. What? I saw you in my dream. In your last life, you were an important monk in Thailand. In your dream, I was monk. Yes, you were. And you are. I can't believe it. Believe me. You can see me in your dream. My life is nothing. No love, no work. No friend anymore. Everything is problem. Problem and problem. ดาปะละพาดลออันดาปะละพาดพายอันดาปะละพาดขอตะเนียจะลายอย่ามาคิดเรื่องเพียงน้อยนิดอย่ามาคิดเป็นอารมณ์ยาตัวนี้มันรับปุตตะโมตะนี้ปะโกนะคอมปุตตะนี้ปะโกดอมยาตัวนี้มันเป็นสิ่งอันดียาเมตตาขอมาเกิดเป็นนาเรื่อง Thank you.
Okay. Your past, go away. Wo steckst du, Idiot? Was soll das jetzt heißen? Hey, darling! Yes! Alive! Do you know where is Colquitt Temple? Yes, I know! I have to go. Polo have big problem. What happened? He's with monks. With monkey? Monkey, them save you. No, 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 with monks. Monk? Ma. Ah,
Dolly Krab. What Shimpli? Tangnun Krab. Tinun. Krabbon. Tinun Krab. Krabbon. Polo? Polo? Mein Freund, bring zunächst Buddha ein Opfer da, dann kannst du mit mir reden. Dies hier ist ein heiliger Ort. Stopp. Was geht hier vor, Polo? Das siehst du doch. Ich weiß nicht, ich sehe, dass du dir den Schädel rasiert hast und du ein Mönchsgewand trägst. Ein Novizengewand. Später lege ich mein Gelübde ab und werde der Mönch Nam Tan mit braunem Gewand, ein Wandermönch, wie Kim Yu, mein Meister. Sag mal, hast du was geraucht? Du weißt nicht, was du willst. Du hast was dagegen, wenn ich bei Barladies bin, und bin ich bei Mönchen, schimpfst du immer noch. Ja, aber weißt du, es gibt doch sowas wie einen Mittelweg, oder nicht? Wie bei dir? Ja, du sagst es, ich bin der Prototyp des Mittelwegs, ganz genau. Was will der von mir? Nur keine Panik, er wird dich nicht fressen. Er soll mich nicht anfassen. Darf ich vorstellen, Kim Yu, mein Meister. Er meint, ich sei ein Mönch gewesen in einem früheren Leben. Können wir mal reden? Mann, echt ganz im Ernst. Was machen wir? Was machen wir? Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob es eine gute Wahl war. Aber immerhin komme ich zur Ruhe. Ich beginne manches in meinem Leben zu verstehen. Kommst du mit? Ja, ich komme mit. Das ist wie eine Pause in meinem Leben, eine Kur, eine Art Analyse, sowas wie eine Selbstreinigung. Ich kehre einen Prozess um. Verstehst du? Wusstest du, dass Pattaya der Ort auf der Welt ist, wo die meisten Ausländer Selbstmord begehen? Warum sagst du mir das? Bloß so. Sag mal, wo hast du eigentlich deine Sachen? Ich hab keine Sachen mehr. Was? Habe ich im Hotel alles weggegeben. Selbst deine Golftasche? Ja. Dann ist es wirklich weit mit dir gekommen. Sehr, sehr weit. Gut, pass auf. Das Erste, was wir machen, ist, wir besorgen den Mädel. Das habe ich jetzt nicht gehört. Und dein Geld, die 25.000? Ich bin nicht vollkommen bescheuert. Reserve für gute Taten. Ah, Mann, Junge. Ich hab schon Angst gehabt, das ist wirklich wahr. Hör mir mal zu. Ich höre dir zu, ja. Willst du wissen, was ich am meisten vermisse? Was? Meine Frau und meine Tochter. Komisch, nicht? Du rufst sie aber nicht an, hä? Niemals. Thank you.
Tada! Willkommen im Pupsivalet Resort. Nicht übel, ha? Huh? Und Pup steht wofür? Erstmal für Papillon, so wie der Schmetterling. Und zweitens Pup für die Initialen von Princess and Prince. Und weißt du auch, Pup, so wie Papillon die Kragenfliege, in den feineren Kreisen sagt man so, hat Eleganz und ist stylisch, oder? Ach so, aha, ziemlich raffiniert, ja. Aber es könnte vielleicht auch... Nein, aufhören, ist schon gut. Ich kenne dich doch. Du machst sonst nur deine Scherzchen. Pim Pam Pum, Polo am Poppen oder Pro-Anal-Power. Danke, nein. Ich sag gar nichts. Schimpfworte werden meinen Mund nicht mehr beschmutzen oder die Ohren anderer. Ich kann ohne solche Worte. Ach wirklich? Und wie willst du das machen? Ich weiß nicht. Jedenfalls achte ich drauf. Ist doch schon mal was. Ich habe eine Partnervermittlung in Paris kontaktiert. Das Konzept kommt an. In 3 Tagen erwarte ich 20 Kandidaten. Es wird ernst. Meine Zukunft entscheidet sich in einer Woche. Tja, die Mädchen kommen schon heute Nachmittag. Da hat sich Pat um die Auswahl gekümmert. Sie hat mit großer Vorsicht und Sorgfalt im Internet recherchiert. Ist ein großes Business. 10 Leute arbeiten inzwischen schon für mich. Also diverse Kellnerinnen, Zimmermädchen und Barmänner. Wir bleiben young, ja. Wir bleiben young. Long, long, long. Die Elektrizität. Hey, why? Für die Lebensmittel, damit fahren wir auch die Kunden. Nia, allein Nia. Und jeden Morgen sind die Fischer da und bringen frischen Fisch. Das Leben ist schön, oder? Ich habe auch gar kein bisschen Geld mehr übrig. Und ich mache was? Die Public Relation. Und du bist das Go-Between zwischen den Männern und den Frauen. Lala, was ist denn das? Dein BMW, dein Bordell mit Wahlbekanntschaft. Nein! Pat! Pat! What's happening? Look! Sekunde. Nein. Schluss damit. Sie glauben, du wärst ein Mönch. Ja, na und? Oh nein, Polo, Mann, lass doch die Scheiße. Ich hab nichts gesagt oder getan. Puh, gut, okay. Hey, stand up. Please, stand up. Hello. Hello. Okay, it's not possible. It's too short. Ja, hello, body. No. Okay. But it's Thai lady. No. It's not Thai lady, it's Lady Bar, no, plus. Und du lass das scheiß Kichern sein. Sie macht mir den Heiratsclub kaputt, schnallst du das nicht? Wir haben 24 Stunden, 24, bevor die Jungs hier eintrudeln. 24 hours, okay? You have 24 hours to change all the ladies. I want traditional ladies, okay? Okay. They are all Thai traditional. No, I want Buddhist style. They are all Buddhist style. Bitte, ich werd verrückt. Hey, so werd ich verrückt. Hilf mir bitte mal, Polo. Regel Nummer 1. Willst du Erfolg, kontrolliere deine Emotionen. Halt doch die Schnauze! So, ladies, listen to me, please. I have to explain to you. You have to respect the rules, okay? Okay. So, first, this place is no go-go bar, bar dancing, beer bar. No. This place is a very beautiful and very peaceful place for meeting men. French men. Voilà. Second, no sex in this place. Third, don't ask for money because men are not customers. Okay? Fourth, men come to find a wife and you to find a husband. Maybe get married, okay? And fifth, you have to change everything, huh? Your clothes, your hair, your makeup, because I want Buddhist style. Yes. Kochai? Kapun makrat. Hey. No. Pat. No. Stop. Portables, not possible.
Ich will, they talk English with customers. It's not possible, okay? Take all the mobile phones. Please, stop. No. Please, this one auch noch. What happened? Her mom in hospital. She wants to call her mom. Und meine Oma heiratet den Papst. What? My grandma, she will marry the Pope. Ich träume ja wohl. Fünf, sechs, sieben, acht. Mensch, es sollten 15 sein, es sind nur 8. What's happened? Only 8 people. It's your problem. I take care, Thai lady. You take care for long. Take it easy. Nimm's leicht, toll. Von wegen nimm's leicht, sagst du so. Es sind nur 8, only 8 people. Willkommen. Nochmals von Herzen ein Willkommen an alle. Willkommen im Pub, Pub Sivalay Resort. Das Princess and Prince, die erste Adresse für Heiratsvermittlung in Thailand. Number one in Thailand. Das Pub ist mehr als ein Club, es ist vielmehr ein Way of Life. Im Pub treffen Sie junge Mädchen, unverheiratet wie Sie, alle aus besten traditionellen Familien. In der Regel vermitteln Agenturen in Paris dem Kunden ein Rendezvous, ein Essen. Hier gibt es die Möglichkeit für 10, 20, 30, 40 Verabredungen, so viele wie Sie wollen, um die neu begonnene Beziehung zu vertiefen. Dort sehen Sie bereits 3 der Bewerberinnen, die Sie heute Abend treffen werden. Wir werden Ihnen allen jetzt Ihre Zimmer zeigen. Wir finden uns dann auf dem Festplatz wieder ein, 18 Uhr, pünktlich, okay? Excuse me? Ja? Can you speak English? In case not everyone understands. I'm Helmut, I'm sorry. Kein Problem, no problem. Are there people from other countries here? Yes? Ich bin Belgier. Ja, Sie sollten mich aber gut verstehen. Ist auch so. Okay, schön. Kommen Sie jetzt erst mal in Ruhe an. Ich sehe Sie nachher. Na dann, bitteschön. Okay, ich heiße Pierre Vaillant, 40 Jahre, Landwirt in Seine-et-Marne, nicht verheiratet. Ich suche eine Frau mit viel Liebe fürs Landleben, die auf einem Bauernhof wohnen möchte. Ich habe die Hoffnung fast aufgegeben. Für mich ist das so ziemlich die letzte Chance. Ich bin Mohammed, kurz Momo, 43, einmal geschieden, Krankenpfleger in Argenteuil. Serge, zweimal verheiratet, zweimal geschieden. Keine Kinder, keine Arbeit, Pariser. Mein Name ist Aimé und ich bin 42, geschieden. Ich habe einen Sohn, 5 Jahre ist dem. Sehr gut, Sie machen was so arbeitsmäßig? Ja, Arbeit. Ich bin Abteilungsleiter eines großen Betriebes in Colombe. Und kommen tue ich aus Guyana. Und man muss wissen, dass Guyana da oben in der... Okay, danke, sehr nett. Okay, der Nächste. George, ich bin Belgier. Ich wohne in Namur. 53 Jahre, 3 Kinder, aber schon groß, bin geschieden und ich habe ein kleines Restaurant und ich spiele Theater. Lein spielt Theater. Und der Nächste, bitte? Helmut Prietzel, 46, Ehe geschieden, 2 Kinder, kaufmännischer Leiter in Düsseldorf. Hallo, mein Name ist Simon, ich bin 43, ich bin unverheiratet, Juwelier in Versailles, ich liebe Golf und Gleitsportarten, ich habe eine Vorliebe für Chansons, also französische. Rien qu'un amour dans nos cœurs. Philou, 47, einmal geschieden, eine Tochter. Ich bin Konditor in Bar-le-Duc. Ich bin ein großer FKK-Fan. Gut. You love FKK? No, I like cake. Yeah. Hello. How are you? Ah, fine. And you? Yes, I'm fine. Yes. What's your name?
Simon. Simon, yes. Your smile is so beautiful. And if you want, we can go to see and. Yes, I like very much Thailand. I like the country. I like the people. You have a hobby? Hobby. 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 I like leading. You like? Leading. Always leading. Not big. School no big. Studium no. For three years. Keine Schule. Kommt trotzdem durch. The little things in your eyes. It's short, huh? We can stay. Do you like Thailand? No. Serge. You? You. Come. Oh. Me? You not speak English? Nein, ich verstehe nichts. Oh, sorry, but I don't understand you talk to me. Ich verstehe Ren gar nichts. But I try to understand you. Okay, thank you. My name is Pim. 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 I am Pierre. Pierre. It means a stone. I make dinner theater. I make imitation of Elvis Presley. You understand? A little bit. Yes. No. No. A little. No. It's a moment. Sorry? Yes. What is the meaning of My name is Amy. Okay. Amy in French means love. But nobody loves me. Why? You're so handsome. Oh, no. Hey. Oh, your skin and my skin, the same chocolate? We are sweetie. Oh, yes. We are sweet. Sugar, sugar. Good for health. To. Morgen gehen wir vielleicht mal an den Strand. Wo sind die? Ich habe gesagt, Frühstück 9 Uhr. Well, what they do, baby? What they do? They sleep, baby. They all sleep. Jet lag. Entschuldigung. Könnte sie einen Moment unter vier Augen? Ja. Folgendes, ich komme im Auftrag aller. Wie machen wir es mit den Präservativen? Wo es doch keine Geschäfte gibt hier auf der Insel. Ha? Was soll das heißen? Wie machen wir es? Na, gibt es hier vielleicht einen Automaten oder so? Was weiß ich? Sie müssen bitte entschuldigen, dass ich so direkt frage. Ist mir auch sehr unangenehm. Angereist bin ich mit einer 12er-Packung. Jetzt sind schon alle aufgebraucht. Ich meine, sie sind alle verborgt an meine Kollegen. What do you want? Condoms. Good, good. What good, good? It's good to take condom. Also? Also was? Wie machen wir es? Jetzt bloß keine Panik. Ich finde eine Lösung, okay? Was soll das denn? Ist das ein Idiot? Sehr wie mein Liebling. Oh.
Das ist hier keine Gogo-Bar, ja? Gogo-Bars findet man überall in Thailand. Überall. Wir sind auch kein Bordell, sondern eine Heiratsvermittlung. Vielleicht eine etwas ungewöhnliche, das gebe ich zu. Aber trotzdem eine Heiratsvermittlung. Wenn Sie aber bei uns gar nicht die ideale Ehefrau finden wollen, genauer, es Ihnen überhaupt nur um Sex geht, nehmen Sie das nächste Flugzeug heute Nachmittag noch. Mit Ziel Bangkok oder Pattaya. Ich gebe Ihnen auch alle Adressen. Soi Nana, Pat Pong, Soi Cowboy, Walking Street. Ich nenne Ihnen nur die Besten. Sie brauchen sich überhaupt nicht aufzuregen. Wir haben absolut verstanden. Sagen Sie den Mädchen, dass sie nicht bei uns anklopfen sollen. Das wäre einfacher, wirklich wahr. Wie bitte? Was wollen die Frauen? Ist mir egal. Listen, ladies, here's not sexual tourism. You know, it's a wedding agency. For sex, go Bangkok or Pattaya, okay? What time is the boat for Pattaya? What? I'm joking, my friend. Mein Mädchen wollte von mir Geld. Wie viel gebe ich ihr? Nein, halt, damit das ein für alle Mal klar ist. Sie geben ihnen nichts, verstanden? Geben sie nichts. Ah, was? Ich habe jetzt halt ganze 2000 Baht. Was? Aber ja. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Pat! Nicht mit mir, schwör ich. Nicht mit mir. Nein, nein, na. Hallo, Pat? Pat? Okay. Some of the ladies ask for money. What's the problem? What's the problem? What's the problem? What's the problem? She tell me what's the problem? Yes, I ask you what's the problem. People like they are stupid. They pay. Also vielleicht wollte er ihr Blumen schenken, aber weil es hier keine Läden gibt, hat er ihr Geld geschenkt. Oh Mann, echt? Jetzt reicht es, ja? Es steht der Ruf einer Agentur auf dem Spiel. Welche Agentur? Ich habe einen Deal mit einer großen Agentur in Paris. Jetzt, am Ende der Woche kommen die und prüfen, was hier so passiert. Ha? Unsere Zukunft entscheidet sich am Ende der Woche. Aber ihr, ich weiß nicht wieso, ihr beide scheint das irgendwie nicht kapieren zu wollen. Aber Vorsicht, nicht mit mir! Ich lasse mich nicht zum Affen machen! Wir befreien uns von allen Gedanken. Wir atmen in einem tiefen Zug ein und lassen alles raus. Entschuldigung bitte. Ich muss aufhören, mir ist noch flau im Bauch. Ich möchte wissen, was braucht man, um jemanden nach Frankreich mitzunehmen? Ich habe nämlich die Frau meines Lebens getroffen. Ich möchte sie vormerken, damit sie mir kein anderer wegschnappt. Sie ist einzigartig. Einzigartig. Tut mir leid, dass ich Sie bremsen muss, nur Sie können hier niemanden vormerken. Sie müssen sich gedulden. Und am Ende erst legen wir eine Akte an und beraten Sie wegen der ganzen Papiere und den Pässen und was man so braucht. Nein, nein, ich will Sie aber sofort. Ich habe Sie gefunden. Also ich habe vorhin gesehen, wie Sie Simon massiert hat. Das tut mir weh. Ich bin nicht hier, um zu leiden. Ich bin hier, um eine Frau zu finden. Und das habe ich. Also, was muss man machen? Aber sieht sie das auch so? Glaub schon. Das Leben auf dem Land mag sie. Ihre Familie sind Bauern, wie ich. Das ist doch ideal. Ich hätte es besser nicht treffen können. Es mag Zufall sein, aber es ist ideal. Ihr Name ist Pim. Ihre Haarfarbe, ihre Haut ist wie Honig. Wissen Sie, wen ich meine? Irgendwie trifft das auf alle zu. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Hast du von Ihnen Geld gewollt? Nein. Wieso? Hätte ich zahlen müssen? Nein, auf keinen Fall. Warum fragen Sie mich das dann? Einfach so. Um,
I'm beginning to work with the customer on the street just for 500 pounds. I cannot believe what I do, but it's, I'm alone, I'm asleep, and I need money. I never go back to see my family. It's very, very painful, very shame for me. I'm thinking about my family every night. I have to send money back for my family every month. Ist er nackt, wenn ja, wieso? Hey, 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 Philou! Ja? Entschuldigen Sie bitte, ich dachte, Sie wären nackt. Ich zieh's aus, wenn Sie wollen. Nein, 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 auf keinen Fall. Bloß nicht, bloß nicht. Es gibt keine FKK bei den Thais und im Gegensatz zu dem, was alle glauben, sind die Leute extrem prüde. Ich meine so am Strand. Treffen Sie manchmal auch Musliminnen? Ja. Mit denen ist das genauso. Die baden in T-Shirt und Jeans. Mhm. Sie verstehen. Eine Badehose wäre schon besser. Okay? Vielen Dank. Was gibst du hier, eine Pressekonferenz, hä? Nein, ich rede mit Ihnen. Und worüber? Ihr Leben gleicht mehr oder minder einer Hölle, wo alles geregelt ist. So gut ich kann, will ich helfen. Ach ja, und wie? Findest du es etwa noch nicht schlimm genug, so wie es ist, hä? Nicht unnötig Aggressionen aufbauen. Läuft es nicht gut? Doch, doch, läuft bestens schon, aber vielleicht hilfst du mir ein bisschen. Das mache ich doch gerade. Habe ich dich gebeten, mit Ihnen Gruppentherapie zu machen? Verdammt, du machst mich echt fertig. Du gibst dir gar keine Mühe. Mit Pat läuft's gut? Ja, ja, wieso? Oh, ich habe sie nur vorhin in einem Boot mit einem von den Junggesellen wegfahren sehen. Wer war's? Der Juwelier, da ich weiß, dass sie Schmuck mag. Das darf nicht wahr sein. Sag mir, dass das nicht wahr ist, Polo. Regel Nummer 2, Ängste dominieren. Offenbar mangelt es dir an Selbstvertrauen. Weißt du was? Du gehst mir langsam auf den Decker mit deinem Buddhismus-Scheiß. Deine Flickphase war mir erheblich lieber. Hey, werd nicht so vulgär. Mir warst du lieber, als du noch unerfahren und verklemmt warst. Da warst du wenigstens lustig. Hey, Pat! Where have you been? In France. To find medicine for Simon. Okay, when you go away like that, please, please tell me. Okay. Entschuldigung, es war allein meine Schuld. Ich habe Ihre Frau gebeten, mich zu begleiten. Ich brauchte Smecta oder Imodium. Mir war die Nacht über schlecht. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, vielleicht zu scharf gegessen oder etwas, das mir nicht bekommen ist. Jedenfalls ging es mir nicht gut. Man darf die roten Dinger nicht essen. Aha. Die Warnung kommt leider ein bisschen zu spät. Nein. Okay, it's the first time and the last time you do that, okay? What's happened, John? Are you jealous? No, I'm not jealous, but I know Falang better than you. I'm not sure that you know Falang better than me. What? I am not sure that you know Falang better than me. That's all. And? And nothing! Hilf mir bitte. Ich flehe dich an, es beginnt alles erst an. Ich bin schon überfordert. Pat gegenüber war ich der letzte Idiot. Nur lächerlich. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Siehst du auch dein größtes Problem, Joe? Du lässt niemanden so leben, wie er will. Alles willst du erzwingen. Guck doch, wie du mit deiner Frau umgehst oder mit mir. Immer willst du recht haben. Lass die Leute leben, wie sie wollen. Sie sind groß genug, meinst du nicht? Du machst dich nur kaputt. Es gibt eben Paare, die sofort miteinander schlafen. Tja, weißt du, ich will doch nur, dass alles toll ist. Perfekt. So ist die Welt nicht. So ist die Welt nicht. The one you're all, I never stay alone. Every time I hear your voice, I'm dreaming of that girl that further miles away. Jetzt gehen wir rüber ans Buffet fürs Barbecue. ทุกคนเชิญรับประทานบาร์บีคิวได้เลยค่ะ
Weißt du, mein Leben lang habe ich davon geträumt, eine Frau wie sie zu treffen. All his life he dreamed to meet a lady like you. Das Problem ist, ich spreche kein Englisch. But the problem is he don't speak English. No problem. I learn new language. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie lernt eine neue Sprache für dich. Und das wäre wunderschön. Ist my baby, two baby. Deine zwei Babys? Yes. Na gut, ich gehe. Like, you know, like, with fly, you see, a fly. Yeah. And, don't laugh, it's true, I swear it, with a fly like that. You're like it. And then the fish, sure, yeah, and I'm no good. She don't speak very good English. No, she want to find a husband too here. She speak a little bit. Because she's very nice. Yes. Thank you very much, Almi. That's why. That's the reason why I ask you. Do you like it? Yes. And that's for you. Yeah, you dance for Elvis. Elvis dance with you. Oh. Why some ladies give you money? Why you ask me? It's my business. I'm sorry? It's my business. Good night. Sorry. I miss you too much. I miss you too. But you hung hong mak mak. What does it mean, hung hong? Jealous. I don't want to lose you. Sean, I love you so much. But? But? Ich suche Pim. Ja, na und? Wisst ihr, wo sie ist? Wenn ich's wüsste, würde ich's dir sagen. Pim! Simon! Simon! Ja, was willst du? Ich suche Pim. Er ist nicht bei mir. Sieh mir in die Augen und sag mir nochmal, dass sie nicht bei dir ist. Hey, sieh du mal auf die Uhr, hä? Ich schlafe. Pim! Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Der Kerl hat doch eine Macke. Was ist das? Wollen Sie etwa alle aufwecken? Das geht nicht. Sie müssen sich zusammennehmen. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Es tut so furchtbar weh, sich in den Armen von einem anderen vorzustellen. Das muss doch gar nicht sein. Sie ist vielleicht im Bett. Im Bett und schläft, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Keiner habe ich je geliebt wie Sie. Ich weiß, keinen habe ich so geliebt wie sie. Sie macht mich verrückt. Hören Sie, gehen Sie schlafen, in Ordnung?
Ich will aber ohne sie nicht schlafen gehen. Ich kann ohne sie nicht mehr schlafen. Annehmen. Ja. Ja. Beide lachen. Oh, sorry. Der Baum. Quatsch. Das war schon aus. Da war der Baum im Weg. Kein Baum. Ich hab's auch schon. Nein, nein. Wiederholung. Na los. Ja. Okay. Also, Aufschlag. Aufschlag. Bravo. Ja. Ja. Doch. Normally it's finished, huh? Genau. But continue. Aufschlag. Gefängnis. Hey, look. Over there. Oh, Nicht, nein! Zieh Leine, Philou! วานมากินส้มตำกันแล้วจะเสร็จละโอ้โอ้นั่นเลยYou will take me go to France with you? To France? Yes. Yes, but not now. What is mean not now? Not now. It's maybe later? Later? Yesterday you promised to me you will take me go to France with you. No, means no. Yesterday I you change? No, I don't change today. But yesterday I never promised you anything. You promised to me? No, I would like... Yesterday no, you... Er merkt mich verlassen. Ja, ja. Jai. Bei Emeda ist ganz schön was los. Nein, macht mir nichts. Das macht nichts. Now it's impossible. You can do case for me every day and every day. Every day, yes. Monday to Friday? Yeah, every day. With chocolate? With the best chocolate in the world. Oh, I don't believe you. Hey, you can believe me. My sweetie pie, my sugar. No honey. You will come with me in France, okay? Because I want you in my life. But now it's not possible. You can understand that. No. Okay. Let me explain. We have to prepare all the paper. I have in France just a little house
And I need to get a bigger one. I'm a special monk. I'm a French monk. Yes, I can talk with women. Why you don't go back and your family? Because I have no money for go back to my family. How many you need to go back? I don't know. 500,000 baht. If you get the 500,000 baht, you stop everything and you go back and your family? Yes. Sure? Yes, why? I don't know. Why tell me? I want you to see your family. I never forgot you. Never. Don't be sad, please. So sad. Been growing. Don't cry, please. Don't
cry. You make me really upset. Don't make me upset. I don't understand why I did not see you at first. I don't know, but me, I see you. Ich hab den Blues. Ich auch. Und wann kommt die nächste Gruppe? In 3 Tagen. Alle haben sich bedankt. Ich hab Schiss vor morgen. Heute schon genickt? Everybody thinks of you.